Läuft. So, es läuft. Wunderbar. Willkommen bei Sexessiv TV. Heute habe ich es endlich geschafft. Und zwar werde ich jetzt gleich in die heiligen Hallen oder Räume, in die Begebenheiten von Maria Mia und Tim Husing, ja, nämlich den Grenzwert Studios, Weiße Katz. Also das alles trifft sich sozusagen hier, M&M Film und Medien, Husing. Ja. Darf man so zeigen? Ja, das darf man zeigen. Nee, das ist halt erlaubt. Das, so, das Problem ist nämlich, ich hatte schon mal vor einem halben Jahr eine Interviewanfrage. Es ist einfach so gewesen, dass ich diesen Termin nicht wahrnehmen konnte. Und deshalb bin ich jetzt hier. Alles klar. Wir müssen klingeln, warte mal. So, jetzt geht's los. Hallo. Moment. Das war nicht die Person, mit der wir gerechnet haben. Wir gehen jetzt einfach mal hinein. Wir sind jetzt hier. Ich hätte mir natürlich eine persönliche Begrüßung gewünscht, aber wir werden das jetzt einfach so machen. Ach, da, hallo! Hier haben wir zum Beispiel den Tim Grenzwert. Tim Grenzwert ist sozusagen, das ist der Mitinhaber von M&M Medien. Nee, 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 ich bin Angestellter. Das ein Angestellter. Hier ist Angestellter. Da ist die, hier geht es um den eigentlichen Star. Oh. Ich habe nur das Klingeln nicht gehört. Hier ist der eigentliche Star. Mach hier wieder. Also, erstmal. So. Toll, dich zu sehen. Übrigens, tolles T-Shirt. Danke. Geil. Sehr. Dreh ich mal um, sag mal. Oh, wow. Comic-Style. Diese Einfahrt. Da ist nichts drin. Super. Ich habe das erste Mal Iron Man. Bekommen, ja. 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 Wir gehen mal auf schön, auf schön. Das ist mein Lieblingsheld, deswegen habe ich das. Ja. Sehr schön. Weil das ist der einzig wahre Superheld. Weil der ist der intelligent, der hat ordentlich Schmotte. Schmotte ist einfach ein geiler Typ und trägt ein Metallkostüm. Ja, genau. Also ist es strong. Wollen wir jetzt hier im Flur stehen bleiben? Nee, natürlich nicht. Möchtest du uns gerne führen? Ja, ich führe euch mal in einem oder in mehrere Räume, wo gerade Ruhe ist, weil hier gerade ein bisschen viel los ist. Hier wird gearbeitet. Genau. Neue Darsteller. Neue Darsteller. Ja, also, in dieser natürlich. Achso, hier. Hier ist ein Arsch. Hier, Tim. Das stimmt eigentlich schon. Entschuldigung. So, hier ist unser Fotostudio. Wow. Du bist aber hier so noch los. Ja, ja. Hier habt ihr 1, 2, 3. Sehr professionell, ja. 3 Blitzgeräte, komplette, kann man alle verstellen. Mit super, ja. Aufhängung super. Hier. Genau. Unterschiedlichen Hintergrund hier. Guck mal da, mach mal. Da haben wir gerade erst gestern wieder ein Shooting gemacht, weil es ist ja Oktober, ne? Da muss man ja immer wieder so aktuelle Fotos in einem Dürndel machen. Ja, ihr habt recht. Ich glaube, ich muss auch nochmal umkommen. Bist du hier auf dem Dürndel posiert, ja? Genau. Nee, das ist schon mal cool. Alles, was ein Fotostudio braucht, hat es. Genau. Hier sehen wir auch schon so die... Da dürfen wir den Kasten zeigen hier? Ja, klar. Guck mal hier. Oh. Ja, Weiße Katz ist ja unsere Produktionsfirma, ne? Genau, genau. Und ein Team. Ja, Berlin ein Team. Berlin ein Team. Ja, oh, Berlin ein Team. Und shootet halt viele Internetseite. Da kommen dann ab und zu, einmal im Monat haben wir das, da ist ein ganzer Tag die Shooting angesagt, da kommen dann die Bilder und werden schick abgeschootet. Cool. Oder besser gesagt, schick abgeschossen. Ja, cool. Und hier ist auch diese Weiße Katz Produktionsshirt, richtig? Ja. Oh, hier, warte mal, hier ist gerade, hier ist eine Verabschiedung. Ja? Diese junge Dame kennen wir vielleicht auch noch, weil ich weiß gar nicht, wo der ist. Ja. Der Tisch ist weg. Ja, ich guck mal kurz die Technik an. Ist alles durcheinander. Ich guck mir kurz die Technik an. Weil das ist Violet Price übrigens. Ja, wir verabschieden uns von. Was macht der hier für einen Scheiß? Gut, dann kommen wir nach Hause, was? So läuft das hier ab, wie am Fließband. Ja, ich glaube, es ist jetzt 10 Uhr durch. Es ist 10 Uhr durch, ja. Lange, weit, ja, weit nach 10 ist es. Um 6 haben wir ja angefangen. Wir haben heute noch einen Tag vor uns. Du solltest 5.30 Uhr da sein. Ja, aber das Problem ist einfach, dass keine Tankstelle auf dem Hotel war. Ach so, ist das so. Das in Berlin. Also, das ist ganz schön dunkel hier drin, ne? Immer diese Ausreden. Ja, wir gehen mal raus. Ausreden. So, gehen wir mal raus hier, komm. Jetzt ist ganz duster hier. So, oh, guck mal hier. Hier gibt's noch. Und da kommen wir gleich nochmal auf das Thema zu sprechen. Da fällt mir schon was ein. Das ist in Unordnung. Oh, was war das? Ein Das war. Oh, ist nicht so schlimm. Hier geht's. Wow. So, und hier ist unser zweites Studio, eigentlich unser Filmstudio. Wir sind gerade dabei, ein paar Sachen noch wegzuräumen und aufzubauen. Guck mal uns den Unrat mal an hier. Hier. Wie es hier aussieht. Jetzt guck mal her. Guck mal, Talent Scout. Talentscouting.
Siegerin von Sexy Soccer 2012, Maria Mia. Genau. Du hast da abgestaubt mit deiner Mannschaft. Das will ich mal erklären, ja. Ja, also, sehr gerne. Sexy Soccer ist ja eine Veranstaltung von Visit X, also es sind halt die Hauptveranstalter und die Erfinder auch. Und im Jahr 2012 hat ja, ich habe ja seit 2010 mitgemacht, das passiert immer alle zwei Jahre zur EM und zur WM. Mhm. Und da hat unsere Mannschaft haushoch gewonnen, 13-1. 13-1. Und davon habe ich 5 Tore geschossen. Wie war das möglich? Der Torwart war gar nicht da. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gegen wen habt ihr gespielt? Ghana. Ghana? Ich weiß es nicht mehr, wer da jetzt war. Auf jeden Fall. Na ja. Also wir waren Ghana und so. Deutschland hat verloren. War voll ärgerlich, in der Presse stand überall, Deutschland hätte gewonnen, ich hätte mich tot ärgern können. Aber ist egal. So und sie, haben sie, dann habe ich einer Freundin erzählt und die kam dann mit diesem süßen kleinen Pokal an. Dankeschön, Angie. ja, deswegen habe ich den hier stehen. Sehr schön. Ja, wirklich schön. Ja, wie gesagt, hier ist meine Cam-Ecke. Hier mache ich immer fleißig. Mhm. Da, hier ist der heilige Bereich. Ach, hier machst du das. Also du bist also nicht nur Unternehmerin, sondern auch noch aktiv, also sozusagen. Ja, wunderbar. Du arbeitest an der vordersten Front mit. Natürlich. Na klar. Es hätte ja sein können, dass du ja wie einige andere etablierte Frauen dann andere Frauen für dich arbeiten lässt. Nö. Nö, so weit sind wir nicht. Also ich glaube, mir ist das doch zu anstrengend. Gerade so neue junge Mädels immer wieder neu einzuarbeiten. Boah, nee, ich weiß nicht, ich bin da auch nicht geduldig genug für. Also ich gebe gerne meine Erfahrung weiter und erzähle euch ganz gerne was. Letztens war auch ein Mädchen da, die Nikki Inc. Kann man ja bei Visit X mal schauen, die ist da ganz neu. Und der habe ich halt gezeigt, wie man sich da halt Profil anlegt und so, ein bisschen was erklärt und so. Und sie hat auch gut zugehört und ich glaube auch, dass sie das ganz gerne machen wird. Mhm. Aber um mich jetzt hier da wirklich so managermäßig hinterzuklemmen und dann zu gucken, dass die irgendwie für jemanden Geld, also für mich da Geld verdient, finde ich total doof. Da braucht man nämlich also viel Ausdauer. Ja, das könnte ich nicht. Nee, ihr kennt mich ja auch mittlerweile, ne? Mhm. Also ich fahre auch mal schnell aus der Haut. Immer nett gemeint, aber wenn, dann sage ich meine Meinung und das würde ich glaube nicht. Ja, ich weiß. Es ist schwierig. Nachwuchskräfte zu finden ist schwierig. Aber ich meine, ihr habt euch ja jetzt hier erstmal, also ihr seid ja schon so, das Unternehmen, wie kann man das nennen, das Unternehmen Maria Mia, Tim Rösing, wie Maria Mia ist ja gewachsen, oder? Ja. Also jetzt seid ihr ja doch so, wo soll es mit euch denn noch hingehen? Was habt ihr alles noch vor für dieses Jahr? Ich meine, es ist fast das Ende des Jahres, okay. Venus steht vor der Tür, ja. Okay. Na, wir haben ja jetzt, ich sag mal, 2 Jahre intensiv für Magma-Film produziert, hauptsächlich, also auch für einige andere Label. Magma. Genau, wo wir uns auch gut reingefunden haben und ich glaube auch eine ganz gute Arbeit abliefern. Mhm. Also auch Tim als Kameramann, Regisseur. Würde sagen, natürlich, er ist auch wieder nominiert. Du bist nominiert. Genau, also. Du bist auch nominiert? Ja. ich denke mal, dass das auch ja, so ein bisschen Routine dadurch halt auch einfach reingebracht hat. Und jetzt machen wir halt mit unserer Produktion Weiße Katz. Wollen wir halt viele eigene Sachen machen. Ja? Wir fangen jetzt an mit King of the BJs, ja, neues Format. Kommt nächstes Jahr auf euch zu. Dann haben wir Ludapoppen gerade ins Leben gerufen. Ludapoppen.net könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das werden wir auch auf der Venus präsentieren, wenn wir mal einen Stand. Und also es gibt schon so ein paar Sachen, die wir halt einfach machen wollen, so kleine Nischengeschichten auch und einfach auch Content für Partner, ne? Also für Fanorama zum Beispiel machen wir Produktion. Ja, wir machen da schon eine Menge. Ja, sehr cool. So soll es auch weitergehen. Ja, natürlich, Ich meine, wir wissen, die Zeiten sind natürlich auch schwierig, auch für euch letzten Endes irgendwo schwierig. Aber ihr habt euch ja auf jeden Fall differenziert, abgesetzt, doch. Ihr habt euch jetzt erstmal so. Doch, ihr seid jetzt schon mal eine Hausnummer. Ich meine, ihr seid schon vorher auch schon, aber jetzt seid ihr einfach noch präsenter sozusagen, oder? Naja, abgesetzt haben wir uns nicht, wir haben uns reingesetzt. Reingesetzt, ja, okay. So, was ist denn? Also, nee, wir arbeiten halt einfach unheimlich gerne miteinander und wir finden auch so die Gruppe, unser Team so, passt einfach auch wunderbar. Mhm. Auch ihr, also als Darsteller, so jetzt für diverse Produktionen, ja, das passt einfach auch. Und man versteht sich und macht einfach auch Spaß. Und man kann halt einfach auch seine eigenen Ideen da reinbringen. Und
es ist schön, dass man viele Partner hat und viele Leute hat in diesem Business, die halt auch miteinander arbeiten wollen immer noch, ja? Mhm. Weil ja überall geungt wird, die ja. Ziehen sich alle nur an. Ist genau, es ist ja nicht, alle, genau. Gott sei Dank. Da gibt es immer noch Leute, die miteinander arbeiten wollen und wenn mal irgendwie was ist, wo man halt vielleicht eine Auseinandersetzung hat, dann kann man miteinander reden und dann ist auch wieder gut. Ja, Auseinandersetzungen, auch wieder, ein gutes Stichwort. Ihr seid ja für dieses Jahr auch für den Venus beste Darstellerin und beste Regie in die Produktion. Produzent. Ja. Beste Produktion, bester Produzent. Und bester Film ist auch Hauptstadtporno. Stimmt, Hauptstadtporno auch, dürft ihr nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig, Berlin ist Hauptstadt. Porno. Porno-Hauptstadt, genau. Wie ist das dann? Hauptstadt. Hauptstadt Porno. Vielleicht kennt ihr es, weiß ich nicht. Wir müssen es mal mehr etablieren, feststellen beim nächsten Mal. Warte mal die Frage, jetzt habe ich die Frage ganz vergessen. Warte. Etablieren. Ja, fast mehr als jetzt hier. Auseinandersetzung, Venus. Ja, ihr habt ja auch schon mitbekommen, also sobald diese Nominierungslisten ja herauskommen oder veröffentlicht werden und damit auch die Namen bekannt werden, ja, geht's ja sofort los. Ja, ein Gekratze, Gezerre, Gejauze, Gemauze, Geschreie. Mhm. Wie ist das bei euch so? Ja, nehmt ihr sie überhaupt an, eure Nominierung? Oder sagt ihr? Na ja, klar. Man ist nominiert und ich freue mich auch über die Nominierung, ja. Also ich finde, ich gehöre auch ruf, auch wenn vielleicht andere nicht der Meinung sind. Ich bin sehr wohl eine aktive Darstellerin und finde, dass ich da auch mich drüber freuen darf. Wenn jemand anders das nicht so schön findet, dann tut es mir leid. Weil bei mir kommen halt so Sachen auch an. Ja, es ist nicht so, dass wir nicht mitkriegen. Es gibt ja unterschiedliche Stimmen. Also lass uns mal einfach mal so ein paar Kritik. So, ich weiß gar nicht warum, ich sag jetzt mal ganz pauschal, warum eine Maria Mia nominiert ist als beste Darstellerin. Man hat ja gar nichts mehr von ihr gesehen. Zum Beispiel. Mhm. Was würdest du da einer daraufhin sagen? Na, dann würde ich erstmal fragen, wo er denn geschaut hat, weil, wie gesagt, Hauptstadtporno, ich habe dieses Jahr wie viele Filme haben wir gemacht? Vier? Fünf? Sechs Filme gemacht irgendwie. Also, und ich drehe auch weiterhin meine eigenen Filme, also ich weiß nicht genau. Aber es gibt ja diese Meinungen, was? Manche dazu sagen. Ich bin auch immer der Meinung, ich stelle immer wieder fest, gerade die Leute regen sich auf, die auch anscheinend meines Erachtens am wenigsten recherchiert haben. Ja, also die wirklich null Ahnung haben, irgendwie überhaupt gar nicht darüber nachdenken und einfach sich irgendwie der großen Diskussion irgendwie einfach anschließen sollen. Na, letztendlich ist es so, es gibt eigentlich gar keinen Grund da zu diskutieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt vielleicht eine Sache, die man vielleicht als Venus-Veranstalter ändern könnte, dass man einfach diese Amateurgeschichte und die professionelle Porno-Leute einfach nicht zusammen auf eine Liste packt, sondern das einfach trennt. Das wäre, glaube ich, eine gute Geschichte. Ich glaube, da gab es auch großen Streitpunkt, da hast du recht. Dass einige gesagt haben, streiten, sondern es ist einfach nur als Anregung, ja, dass man sagt, okay, vielleicht nimmt man sich das vielleicht für das nächste Jahr mal vor, dass man sagt, Profis, die wirklich jetzt nicht hauptsächlich auf irgendwelchen Amateurseiten ihr Geld verdienen, sondern die halt professionell an Set Filme drehen und das andere vielleicht nebenbei machen. Ja, dass man da sagt, okay, die haben, weiß ich nicht, ein Minimum an professionelle Filme abgegeben, im Jahr vielleicht 4 Stück. So, und das ist dann ein Profi, der halt einmal im Quartal irgendeinen professionellen Film gedreht hat. Und die Amateurmädels, die halt durchaus auch eine super Arbeit leisten und da auch eine Menge bei sind, die einfach super sind und vielleicht, wo sich vielleicht auch anderer möchte, gern Profi, sich auch mal eine Scheibe abschneiden kann. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sieht man ja, dass es da nur Beef gibt. Und wenn man die trennt, ist das schön. Und dass die Amateurmädels dann einfach die auf, weiß ich nicht, sag mal, ich will jetzt nicht nur auf ein Portal sagen, sondern auf zwei, drei großen Portalen eine gewisse Leistung bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das an der Top-Liste festmachen kann, dass man da vielleicht irgendwas findet, ja, wo man das einfach dran festmacht, wo die halt, wenn die unter den, ich sage jetzt als Beispiel, wenn die jetzt unter den Top 50 sind, ja, so, da sind ja, weiß ich nicht, wie viele Mädels immer angemeldet, Top 50 sind, dann haben die Möglichkeit, nominiert zu werden. Und die Nominierung sollte einfach eine Jury übernehmen und vielleicht die dann E-Mails kriegt von diversen Menschen, die da halt einfach hinschreiben und sagen, die muss auf die Liste raus. Offenen Pool, die entscheiden, das wichtigste ist halt einfach auch,
auf jeden Fall Leute da hinzusetzen, die wirklich Ahnung haben. Ja, es wird nicht wahrscheinlich jetzt auch wieder Leute geben, die sagen, so ein Quatsch, was die erzählt, ja, dann ist es für euch so, dass ich Quatsch erzähle, aber das ist einfach nur so eine Idee, einfach so ein bisschen unterbinden könnte, dass es da jedes Mal so diesen Beef gibt, weil das ist so unnötig. Wir treffen uns alle einmal im Jahr, zu so 4 Tagen. Das soll eine schöne Zeit sein, klar. Wir präsentieren uns und ich glaube, es lügt jemand, der sagt, der wirklich in unserem Business arbeitet, der freut sich nicht auf diese Veranstaltung, ja? Weil alle arbeiten dafür hart, dass sie da hingehen können, also jedenfalls das sind anstrengende Tage. Ja, und trotzdem, sonntags freuen wir uns alle wieder zu Hause zu gehen und dass es vorbei ist. Aber wir freuen uns trotzdem eben einfach auf diese 4 Tage. Wir feiern zusammen, wir quatschen zusammen, wir lachen zusammen, wir trinken zusammen. Wir präsentieren uns unseren Usern und unseren Konsumenten, die unsere Filme kaufen. Und daher, wir machen alle das Gleiche irgendwie. Ja? Wir wollen alle nur irgendwie in irgendeiner Weise miteinander auskommen, denke ich, oder? Du musst es schon immer angefangen. Finde ich halt einfach. Ich finde es schade. Am besten kommen ja sowieso immer Damen und Männer miteinander aus. Weiß ich nicht. nur untereinander gibt es immer Kleinkrieg. Ja. Ja? Die Männer sind ja da auch nochmal komplett außen vor. Ich spreche hier wirklich für alle Pornodarsteller, alle männlichen Pornodarsteller. Wir haben kein Problem untereinander und wer Probleme hat, der hat sie in erster Linie hier oben, wenn überhaupt. Wo sonst? Manche vielleicht da unten. Ja, nein, sehr cool. Aber eine wichtige Sache noch, und zwar das Allerheiligste. Deinen Schreibtisch. Ja, bei dem ist möchtest du das auch zeigen? Ja, der ist allerdings gerade nicht so aufgeräumt, weil ich echt gerade viel zu tun habe und da so ein paar Sachen drin. Da kommt ja das Blick vom bösen Mann von Mein Mann ist doch der böse Mann. Der böse Mann. Mein Mann ist der liebste Mann auf der ganzen Welt. Hör auf, sowas zu sagen. Wieso denn? Na, ich muss. Ach, stimmt, du bist ja böse sein. Und warum dürfen wir ihn nicht. Warum haben wir ein Verbot bekommen, ihn zu fragen? Okay, nein. Ich glaube nicht. Ja. Hier gibt es einen direkten Durchgang. Ja. So kann man sich auch so ein bisschen trennen, oder? Wenn jetzt sozusagen die einfachen Leute oder die Angestellten, so Subordinates, wenn die dann arbeiten, dass bitte man. Entschuldigen Sie mich, ich muss mal gerade in die Lift-Area gehen. So, ja, hier sind wir jetzt endlich angekommen. Ah. Bitte keine Papiere abgeben, das möchte ich nicht. Das möchten Sie nicht. Da ist sie ganz genau, die Maria. Hier ist dein Reich. Das ist jetzt, genau. Hier ist wirklich jetzt. Hier entsteht. Hier ist die Kreativschule sozusagen von Film und Medien und Weiße Katz. Film und Medien, Weiße Katz? Ja. Hier, das ist ein Kopier- und Scan-Faxgerät. Ja. Hier treffen wir im Prinzip die ganzen Tests ein. Ja. Die Tests, die werden direkt vom Labor in das M&M Film und Medien Studio. Genau so sieht's aus. Und landen dann hier direkt bei dir. Was tust du dann mit den Tests? Wenn du so einen Test bekommst, bist du dann erstmal erschrocken oder sagst du, oh. Was ist denn das für ein Schmuddelkram? Nein, meistens ist es ja so, dass die Tests kurz von der Produktion kommen. Und dann gucke ich halt, ob alles drauf ist und alles wichtig, alles negativ ist. Ja, alles klar. Wenn irgendwelche Fragen sind, rufe ich halt dann im Labor an oder den Akteur selber. Oder Tim macht das, kommt halt drauf an, was es für eine Produktion ist. Und dann wird das halt hier erstmal vorsortiert und wenn die Produktion fertig ist, dann werden hier alle Akten sortiert, Verträge eingescannt, kopiert, abgeheftet. Super, super. Und dann finde ich mich dann auch irgendwann wieder. In deinen Ordnern. Ja. Sehr schön auf jeden Fall. Sehr schön. Da steht übrigens die Orchidee, die ich von Jason bekommen habe. Ah, hier, die dürfen wir noch. Ja, die hab ich fast umgeschmissen. Ja, ich muss dazu leider entstehen. Das ist Geburtstagsgeschenk. Ich hab's natürlich auch im Radar gehabt, dass du Geburtstag hast dieses Jahr. Ja. Ja. Aber wie es so ist, ich habe sehr viel zu tun gehabt und es ist sozusagen etwas schlüpfrig. Ja, komm, wir müssen bald weitermachen, also machen wir nicht mehr so lange. Achso, wir müssen nämlich jetzt drehen. Was machen wir jetzt genau? Nochmal kurz einfach, was werden wir jetzt machen? Wir sind jetzt Stadtficker. Stadtficker, okay, cool. Stadtficker. Haben wir denn die Erlaubnis von deiner Frau, dich mitzunehmen? Naja, muss ja, ne? Muss ja, muss. Ist ja auch vertraglich so festzuhalten, dass halt im Grenzwert die Regie macht, darum. Und die Fußfessel, können wir die Fußfessel abmachen dafür? Dafür Fußfessel. Hast du eine? Nee. Hat er nicht? Nein, also Maria, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt endlich nach einem halben Jahr. Nein, er hat mich nämlich versetzt, ja? Ich habe mich nämlich schon gesessen. Das ist irgendwie, wie sie gar nicht, wie lange ich ein halbes Treffen Ein halbes Jahr. Also ihr seid ja eingezogen dann.
Genau, und dann kommt er einfach nicht. Ich sitze hier so schön fertig gemacht, so extra geschminkt. Geschminkt, ja, also das muss man auch betonen, du warst geschminkt. Und dann kommt er einfach nicht. Unglaublich. Dann habe ich eigentlich gesagt, ich mache kein Interview mit ihm mehr. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen. Dieses Schwein. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Sahne, als er übertrieben hat bei Lagerfeld. Da hat Lagerfeld ihm dann auch kein Interview mehr gegeben. Naja, ah ja, aber mit der Orchidee hat er das wieder gut gemacht, da hast du dich gefreut. Weil er auch so gute Arbeit macht und so, deswegen dachte ich mir... Ja, kannst du mal ein Auge zu. Ja, genau. Und wir wollen ja sexessiv auch ein bisschen vorantreiben. Sehr schön, also, dann, ich werde mich hier verabschieden, auf dem Laden hier, durch die Tür. Bis dann, ja. Wir machen eine Umarmung, komm. Wir machen eine richtige Umarmung. Dann. Gut, dann Schwanz hoch und so. Ja. Also, haut rein. Ja, ja. Den nehme ich noch mit hier, fest, den nehme ich noch mit. Haut drin, bis dann. Tschüss.